Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Wir sind auf der Deichhof unterwegs und wir sind immer noch im November, denn ich habe das Ganze jetzt doch ein kleines bisschen unterschätzt, denn wir haben hier noch jede Menge zu tun. Jetzt mit der Aussaat des Grases bin ich soweit durch. Das heißt, wir haben unser Feld, das ja zukünftig für den Mais sein wird, damit unsere Schweinchen da drüben im Stall dann nächstes Jahr auch viel, viel, viel Futter bekommen. Damit bin ich fast durch. Der Helfer ist fast durch. Sudele und hat sich vorhin wieder, ich zeig's euch, hier an dem Baum dort vorne, den wir jetzt über dem Fenster sehen, dort hat er sich auch schon wieder verhakt, witzigerweise. Also ein kleines bisschen, ja, würde ich am liebsten die Bäume wegmachen. So, wir bringen den Fenster erstmal wieder zurück. Und dann haben wir noch ein bisschen was zu tun, denn unsere Ballen sind fast eingelagert, fast. Da haben wir jetzt knapp 32 Ballen, glaube ich, haben wir rausgekriegt. Das ist ein gutes Ergebnis. Da können wir dann gut, gut, gut Kohle machen, Geld machen. Dann haben wir hier immer noch die Wolle. Die müssen wir jetzt auch mal rüberbringen in unsere Fabrik, damit dort gearbeitet werden kann. Die Tiere müssen gefüttert werden. Und hier sprießt das Unkraut. Da müssen wir auch noch was dagegen tun. Das will ich auf jeden Fall noch in diesem Monat und nicht im nächsten. Und überall stapeln sich die Paletten. Ja. Da muss was gemacht werden. Jetzt fahre ich mal hier rum. Jetzt habe ich nämlich ein bisschen die Einfahrt verpasst. Komme ich hier durch? Komme ich hier durch? Upsala. Komme ich hier durch, ohne dass er wieder irgendwo hängen bleibt? Ja, das sieht doch gut aus. Hier die Eier stapeln sich. Überall stapelt sich das Material. Wir müssen da ein bisschen noch was arbeiten. Hier richtig Hofarbeit, damit die Produktionen weitergehen. So, den... Ja, noch ein bisschen vor... Ich denke, das passt so. Hervorragend. Und wir haben gar keine Zeit, hier unsere Maschinen entsprechend hier zu bearbeiten, zu säubern, zu warten und überhaupt und ja, sowieso. Deswegen gleich mal hier rüber. Auch hier stapelt sich das Material. Wir bringen die Ballen jetzt weg. Dann kann ich nämlich mit dem Kollegen hier entsprechend abfahren. Aber das werden wir erst tun, wenn der Lintrak unterwegs ist. Da schnappen wir uns dann gleich die Spritze und gehen auf die Felder. Drei Felder haben wir zu bearbeiten. Also es ist ordentlich was zu tun, auch in diesem Monat, so dass uns natürlich da die Arbeit nicht ausgeht. So, dann bringen wir das hier jetzt erstmal weg. Dann seht ihr auch, das Ballenlager ist soweit voll. Einmal ausladen und abladen. Ich danke recht schön. So, wie viele Ballen haben wir jetzt drin? 80 von 300 möglichen. 21 Stroh, 28 Silage, 31. Das sind die, die wir gerade gepresst haben. Genau 31. Dann haben wir über 50 Ballen, die wir später auf jeden Fall in die BGA bringen können. So, den Kollegen stellen wir erstmal dahin, um dann eben die Wolle zu verräumen. So, jetzt brauchen wir... Wen brauchen wir? Wir brauchen ihn hier. Da müssen wir natürlich jetzt wieder um... Ja, wir müssen natürlich wieder umplanen. Das heißt, der andere Reifen drauf, Pflegebereifung. Wir sind schon über den Striegel hinaus, oder? Ich weiß jetzt gar nicht. Naja, gehen wir lieber auf safe. Gehen wir lieber mal safe. Und machen die Pflegebereifung drauf. Kann ja nicht schaden. Sind ja auch drei Felder, also die Arbeit lohnt sich. Gleichzeitig sehe ich auch gerade... Okay, wir haben nur noch 8000 und wir müssen da ein kleines bisschen aufpassen, aber reparieren muss sein. 4000, oh, das tut weh, das tut weh. Ja, also, Pflegebereifung, okay. Motor an, denn ich möchte keinen weiteren Kredit aufnehmen. Wir sind mittlerweile bei 400.000 im Miese und ich will auf jeden Fall schauen, dass wir über den Winter kommen. Ansonsten müssen einfach Sachen verkauft werden, es hilft nichts. Ich will nicht noch mehr in die Miese gehen. Wir haben Eier, wir haben Brot, wir haben jede Menge Sandwiches. Dann verpassen wir halt ein kleines bisschen den besten Monat. Aber ich will definitiv nicht noch mehr ins Minus. So. Dann holen wir uns mal die Spritze. Ja, die Felder haben natürlich schon ganz schön, ganz schön. Und was natürlich auch etwas außerplanmäßig war, war eigentlich die Produktion, ne? Also die 60.000. Ich glaube, es waren 60.000. Aber ist okay, ne? Was man hat, hat man. Und haben ist immer besser als brauchen, das wisst ihr.
Und wir müssen uns um die Tiere füttern. Die müssen nämlich auch alle noch was kriegen. So, wir fahren erstmal wieder safe. Einmal Gewände vor. Ohne natürlich den wunderschönen Helfer aus dem LS25, den wir jetzt haben. So, dafür haben wir hier aber Spot-Spray-Technologie. Genau, genau, genau. Oh ja, jetzt sind wir ein bisschen weit raus. Und dann schauen wir mal. Ich überlege gerade, fahren wir so? Nee, da wird er nicht wenden können. Aber wir schicken den Helfer dann gleich mal los. Oder sollen wir da unten das Grasfeld nochmal? Nee, aber da haben wir ja gar kein Unkraut drauf. Blödsinn, Grasfeld, Unkraut. Nee, 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 mein Freund. Okay. Sehr schön. Müssen wir eigentlich noch düngen? Nee, gedüngt haben wir, soviel ich weiß, alles. So, ab die Post. Ist natürlich auch klar, hier, so ein Job ist auch ideal für GPS. So, wir schauen mal ganz kurz hier rein. Wir schauen mal kurz hier rein. Genau, das Feld. Hier wächst keins. Das passt soweit. Hervorragend. Also gut. Dann hier Wolle wegbringen. Damit die Produktion wieder am Laufen ist. Denn Textil, das wird uns richtig Kohle bringen. 18.000 pro Palette im Prinzip. Und ich glaube, wir haben schon 4 Paletten unten. Also auf jeden Fall ordentlich. So, dann brauchen wir natürlich unseren Stapelgabler. Los geht's, mein Friend, my friend. Ja, noch ein bisschen Licht hier. Ist ja im November, die Sonne steht tief. Und wir gucken erstmal. Augenblick, Augenblick. Ja, ich wollte gerade sagen, wir machen das Folgendes. Wir fahren da oben den Bogen, dann kann er nämlich den Rest in Ruhe fahren. Ja, ja, ich sehe gerade, der ist nicht, nämlich nicht... Oh, stopp, 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 stopp. Dann fahren wir mal komplett rückwärts, weil ich glaube, der hat hier nicht das Unkraut weggemacht. Nee, da unten sehen wir noch. So. Ja, schade, dass man das in der Minimap auch nicht sieht. Aber wir kommen zurecht. Wir kommen hier zurecht. Auf der wunderschönen Deichhofe vom Kalle, von dem es ja auch mittlerweile ein Update gibt. Immer noch das Thema mit den Abstürzen, die hier existieren. Und ich habe immer noch natürlich meine Intervalle drin. Ich habe auch ein paar Modpacks jetzt mal deinstalliert, in der Hoffnung, dass es das vielleicht war. Gerade von den Dingen, die ich wirklich überhaupt nicht auf dieser Map habe. Also man sollte immer ganz vorsichtig sein mit Mods. Man sollte vorher immer gut auswählen, was man braucht und lieber einen Mod dann anschließend dazu nehmen, als die Mods dann anschließend wieder runterzuschmeißen. So, da sind wir. Da sind wir. Soll also heißen, lieber erstmal klein beginnen und Mods dazu nehmen, als eben so wie ich es jetzt gemacht habe, hier alle Mods reinzupacken, die man hat. Weil man dann die volle Auswahl hat und das könnte sich eben rächen. So. Ja, so viele Paletten sind das nicht. Die müssen wir jetzt nicht stapeln. Packen wir so drauf. Ja, noch ein bisschen. So, zu viel Platz wollen wir jetzt auch nicht verschenken. Okay, er wendet. Das passt soweit. Ja, man muss immer ein Auge auf den Helfer werfen. Hilft ja nichts. Ja, die Helfer im 25er. Im Stream haben wir ja ein bisschen was ausprobiert, haben ja ein paar Felder gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, das funktioniert ganz gut. GPS, da muss man sich natürlich erst dran gewöhnen. Hat natürlich auch ein bisschen mit... Ja, manuell, man muss halt einfach die Gerätschaften immer aushebeln, um dann um die Kurve rum. Aber das Schöne ist dann anschließend nur Gas geben und er findet seinen Weg. Wobei ich manchmal sagen muss, es wundert mich, dass er manchmal bei kleinen Kurven trotzdem dann wieder zurückfahren will. Und das dann nicht schafft, in die Kurve zu gehen. Also, naja, Kleinigkeiten, Kleinigkeiten, an denen wir wieder nörgeln.
Aber im Großen und Ganzen ist das echt ein ganz großer Schritt. Quantensprung, wie man hier immer sagt. Einfach mal googeln, was ein Quanten ist. Jo, und ja, das ist so ähnlich wie wir stranden vor einem großen Abgrund und haben dann einen Schritt nach vorne gemacht. So. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache und man wird sich dran gewöhnen, wenn man das erstmal sich verinnerlicht hat, wie man damit arbeitet mit dem GPS. Und es gibt einfach ein paar Jobs, da sage ich, hervorragend, da machen wir das mit GPS. Und ich habe jetzt auch irgendwo gelesen in den Foren, da hat sich jemand gewundert, wenn er doch sagt, eine Bahn überspringen, warum er dann anschließend nicht die anderen Bahnen macht. Naja, also das ist ja nicht die Idee dabei, ne? Also er soll ja dann, der Helfer macht natürlich dann nicht die anderen Bahnen, sondern mit überspringen ist ja gemeint, der Helfer macht eben zum Beispiel die ungeraden Bahnen und man selber kann dann eben die geraden Bahnen fahren, ne? Also der Helfer macht dann nicht automatisch die anderen Bahnen. Also das ist natürlich nicht so gedacht, ne? Also wenn ihr dann irgendwann einstellt, und was ich auch gelesen habe in den Foren natürlich, dass sich auch der eine oder andere gewundert hat, warum er dann eben nicht außen anfängt, sondern in der Mitte. Ja, ist natürlich auch klar, man muss es halt einstellen. Will man das Vorgewende, dass er damit beginnt oder eben nicht? Soll er innen oder außen beginnen? Weil hier ist natürlich auch der Grund, dass es ja Arbeiten gibt, wie zum Beispiel Pflügen, die man in der Realität eigentlich im Feld beginnt und dann erst das Vorgewende fährt, während man natürlich beim Dreschen es umgekehrt macht, da sollte man immer erstmal das Vorgewende fahren oder beim Häckseln und dann natürlich die Innenbahnen. Also das hat alles seinen Grund und ist es auch gut gemacht, absolut. Da geht für mich ein Däumchen raus anscheinend. Also hier auch für die Konsolenspieler wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Einfaches Menü, einfach zu steuern. Na, vielleicht nicht ganz so wie die anderen Menüs, an die wir uns auch erstmal ein bisschen gewöhnen müssen. So, da haben wir die letzte Palette. Oh, da backt es ein bisschen durch. Ein bisschen Bugs Rogers. Oder Starbucks. So, wie weit ist der Kollege? Wo ist er denn? Habt ihr ihn gesehen? Ach, da hinten fährt er wieder rum. Wo fährt er jetzt wieder hin? Ah, okay. Lass mich mal kurz schauen. Ja, bitte speichern. Sicher ist sicher. Ah, da ist noch eine kleine Bahn. Aber die soll uns jetzt nicht weiter stören. Augenblick mal. 94 erwarteter Ertrag. Wieso 94 nur? Liegt es jetzt doch tatsächlich hier an dieser kleinen Bahn mit dem... Ja, dann machen wir das halt noch. Wenn er das so will, dann kriegt er das. 94? Haben wir irgendwas verpennt? So, das müsste doch jetzt der Helfer. Ja, jetzt fährt er es. Okay. Ach, nee, das fährt er eben nicht. Das sind zu wenig. Das ist ihm zu wenig. Ja, da müssen wir selber fahren. Hilft nichts. So, okay. Da müssen wir noch rüber auf die 2. Ja, ich werde dieses Menü vermissen. Aber die Idee ist klar, ne? Wir haben dann auf der im LS25 einfach viel weniger Buttons auf der linken Seite. Und alles, was früher auf der rechten Seite war, ist eben jetzt auch auf die linke Seite rübergewandert. Ja, wird man sich dran gewöhnen, keine Frage. Aber was mir definitiv fehlt, ist hier drin diese Übersicht der gekauften Gerätschaften. Also das finde ich ein bisschen ungeschickt, genauso mit den gemieteten Gerätschaften, warum dieses Teil hier fehlt. Da hätte man auch einen Reiter machen können oder einen Menüpunkt und dann mit zwei Reitern arbeiten können. Ja, also weiß ich nicht. So, und ich weiß jetzt auch wieder nicht, warum der da hinten reinfährt, der Kollege. So, den packen wir aber jetzt zusammen, weil jetzt ist definitiv Schluss. Und dann gucken wir mal, macht er immer noch 94, 75? Ich bin ein kleines bisschen enttäuscht. Was habe ich vergessen? Was haben wir nicht richtig gemacht? Naja, okay.
dass wir hier nicht die volle Punktzahl bekommen. So, dann fahren wir mal rüber und dann schauen wir, dass wir die Wolle wegkriegen. Und dann, wie gesagt, müssen noch die anderen Paletten verräumt werden. Und wir müssen auf jeden Fall die Tierchen füttern. So, Dele. Ah, die Deichhof, die ist einfach toll. Also wie gesagt, der Hof, der gefällt mir hervorragend. Der macht richtig Spaß. Vor allen Dingen, nachdem wir auch hier dieses Durchphase-Silo-Problem, glaube ich, ganz, ganz gut gelöst haben. Ja, man merkt halt schon, dass man jetzt im LS25 wieder sozusagen bei Null beginnt und man halt dann zwar Gebäude gewisse hat, aber ja, die einem liebgewonnenen, die fehlen einem halt, ne? Jetzt lasse ich es wieder runter, anstatt dass ich es einfach fahre. So. Ja, auf jeden Fall sind wir alle gespannt auf die nächsten Updates, die hoffentlich zügig kommen, weil man sieht dann schon, dass jetzt im Giants Forum es auch ein kleines bisschen, ja, ich will mal sagen, es ist stärker frequentiert und es poppen halt jetzt doch einige Themen auf, einige Probleme auf, aber da muss ich halt sagen, da hat der Yogi schon recht. Einfach sachlich bleiben, ruhig bleiben, dafür gibt es ja diese Sachen und das hilft niemandem, wenn man hier am Baum hängen bleibt. Nein, es hilft niemandem natürlich, wenn man hier jetzt ein bisschen seinen Frust los wird. Heidenei, was ist jetzt auch los? Ich werde doch jetzt hier noch vorbeikommen. Vor allen Dingen natürlich nicht dem Service, sondern man muss ja einfach ordentlich arbeiten und beziehungsweise ordentliche Fehlermeldungen bringen, damit die Sachen auch schnellstens bearbeitet und behoben werden können. Und es ist halt wie immer... Am Anfang muss man halt immer damit rechnen, dass es da noch irgendwo zippt, hakt oder sonst was ist. Also in dem Sinne, bleibt entspannt, genießt den LS25, ich werde es auch tun, werde aber weiterhin hier parallel noch auf dem 22er arbeiten, denn hier hat man doch viele, viele Sachen lieb gewonnen und hat sich auch gut arrangiert und eingerichtet, sodass man hier auf jeden Fall gerne weiterarbeitet. Und das solltet ihr auch, wenn ihr eure Lieblingsmap noch nicht habt und die werdet ihr mit Sicherheit noch nicht haben, denn ich denke nicht, dass die Zilonga, die es vorher gab, eure Lieblingsmap ist. Und mit Sicherheit auch die anderen Maps das vielleicht noch nicht so schnell werden. Ja, wir werden sehen. Schick ist auf jeden Fall die River Bend. Die River Bend, so muss man eigentlich sagen. Und im nächsten Stream, im nächsten Late Night Farming, da werden wir uns dann auf jeden Fall mal uns der asiatischen Map zuwenden und uns die mal ansehen und mal ausprobieren. Und dann bin ich auch mal gespannt, ob wir da auch zwei Systemabstürze hinbekommen. So wie übrigens auch hier im LS22 wir das ja auf der Deichhof ja auch hatten. So, ich denke, das müsste jetzt so passen. Jetzt haben wir ein Vorgewände. Und in die Richtung sollte er doch hoffentlich nirgends hängen bleiben. So, ab die Post. Sehr schön, dann machen wir hier noch weiter. Und bringen das Material weg. Okay. Bingo. Ja, Salat und Tomaten standen noch keine am Gewächshaus. Aber wir brauchen auf jeden Fall Mehl und Milch. Da werden wir uns dann drum kümmern, wenn es um unsere Sandwiches geht. So, jetzt erstmal Spanngurte. Wie war Spanngurte? War nochmal R3. Ja, was mir übrigens auch aufgefallen ist, das sehe ich jetzt erst auch wieder. Also ich tue mich da auch ein kleines bisschen schwer im LS25 mit dem Menü auf der linken Seite. Das ist halt schon ein bisschen kleiner. Ich habe dieselben HUD-Einstellungen gemacht wie
Ja, wie eben auch hier im LS 22, aber die Schrift ist doch deutlich kleiner. Ich tue mich da ein bisschen schwer, ich werde es noch mal ein bisschen ausprobieren, justieren, indem ich einfach mal den HUD wieder etwas größer mache. Aber im Original ist mir das dann doch auch wieder alles zu groß. Also das sind so Kleinigkeiten, an denen muss man noch ein bisschen feilen, arbeiten und ausprobieren. Und jetzt fahren wir erstmal mit dem Kollegen rüber. So, hier geht's rein. Ja, am Windkraftrad vorbei. So, dann schön auf die linke Spur, wenn ihr das Update noch nicht gemacht habt, sonst werdet ihr aufgebockt. Oder ihr versucht die Schallmauer zu durchbrechen, was nicht klappen wird. So, kommt von rechts was? Oh, jetzt kommt der ganze Verkehr hier von rechts. Ja, ich glaube, ich habe die vorhin beim Mähen auf meinem Hauptgrasfeld, habe ich die ein bisschen aufgehalten. Und das verursacht dann immer solche Staus und dann kommen die alle am Stück hinterher. So, dann bringen wir hier die Wolle noch weg und dann geht es wieder dran in die Produktion. Und wir brauchen unbedingt Geld. Geld, Geld, Geld. Na, also ihr seht es schon hier mit dem Helfer und so weiter. Es geht da natürlich der Ticker langsam runter. Aber wir wollen natürlich auch alle unsere Sachen möglichst gewinnbringend verkaufen und deswegen ziehe ich es natürlich, solange es geht. So, hier geht's rein in unsere Fabrik. So, und das Material wird runtergenommen, hervorragend. Dann gehen wir mal rüber und schmeißen die Produktion wieder an, hier bei der Landproduktion, ja klar. Sodele, wir haben wieder Wolle, 5000. Zack, 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 Kleidung, ab die Post. Und hier stehen schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 6 Mal. Oh, das wird richtig Kohle geben. Was haben wir denn jetzt im Moment? Das wird richtig Geld bringen. So, ja, da müssen wir uns auch dran gewöhnen, dass jetzt hier die Preise alphabetisch sortiert sind. Butter, Butter, Kleidung. Kleidung bringt im Moment 13.000. Ja, ich meine, im Zweifel könnte man natürlich eines verkaufen, eine Palette. Ansonsten sind es eben 18.000. Das sind jetzt über 100.000, die hier stehen. Das sind über 100.000 und da geht noch ein bisschen was. Und jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wann eigentlich. Das ist nämlich erst dummerweise in einigen Monaten. Nochmal reinschauen. Ja, im April. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt sind wir aber im November. Es geht noch hoch. Also ich denke, wir werden 1, 2, 3 Paletten schon im Januar verkaufen oder im Dezember, je nachdem, dass wir auf jeden Fall gut über den Winter mit dem Geld kommen. Aber Silage wird ja auch noch jede Menge bringen. Freunde, das soll es für die Folge gewesen sein. Wieder mal vom Deichhof. Wir sind wieder einen Schritt weitergekommen hier im LS22 und in diesem wunderschönen Projekt hier auf der Map vom Kalle. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und sage an der Stelle wie immer Tschüss, ciao, ciao, euer Baden-Farmer.